Servus liebe Leute, hier ist euer Digi von der Dorfsprosse. Ich bin jetzt hier in der freien Natur bei mir wieder in Bad Vilbel. Ich bin jetzt gerade hier auf der Wiese, ja, wie ihr seht, erde mich ein bisschen hier auf dem Boden, wie ihr seht, sehr gut mit den Füßen. Und ja, ich sag euch, warum wir Menschen hier alle in einer Matrix leben. Ja? Der normale Mensch, was macht er? Er steht auf, er frühstückt, er geht zur Arbeit oder zur Schule, lernt für irgendwas, macht irgendwas, schafft irgendwas und kommt nach Hause, ist wieder zu Hause, schaut Fernsehen. Das ist das Matrix-Leben. Sind auch vielleicht bei anderen Leuten ganz anders. Ja? Wenn jetzt ein Sportler beispielsweise, er geht dann wieder regelmäßig ins Training beispielsweise, oder der andere Matrix-Mensch geht zur Kneipe. Ja? Das sind alles Matrix-Plätze. Und natürlich sind alles keine wahren Plätze. Ja? Du musst deine Philosophie leben. Das Wichtigste im Leben, dich selbst zu erkennen. Ja? Egal welche Studie, egal welche Nachrichten im TV kommen, egal was, glaub deinem alles nicht. Du bist dein eigener Herr. Du hast die Wahl der Qual. Gehst du wählen oder nicht, das ist deine Entscheidung. Ja? Aber wenn du klug bist, weißt du, welche Entscheidung du triffst, dass du nicht wählen gehst, weil du dein eigener Herrscher bist. Ja? Oder wenn du zum Beispiel dein Auto nimmst, musst du dein Auto nehmen, wenn du 5 Kilometer irgendwo zur Arbeit fahren musst? Nein, musst du nicht. Du kannst auch deinen Arsch hintern bewegen. Ja? Versteh das Prinzip, wo wir hier leben. Ja? Wer du bist, wenn du einzigartig bist, ein Philosoph, mit klarem Kopf, mit reinem Bewusstsein und klarer Sicht, weißt du, wie hier die Welt tickt. Du denkst, du bist hier der einzigste Außenstehende, der hier die Wahrheit erkennt und nicht in der Lüge der Matrix lebt. Ja? Wenn du die Wahrheit erkennst, lebst du keine Matrix, sondern lebst du ein Leben voller Lebenskraft, voller Chi. Ja? Wenn der Matrix ist, der schläft andauernd. Der schläft andauernd und vergisst Sachen. Er kann sich nicht erinnern, wo er war, in welchen Orten, oder hat keinen Orientierungssinn oder weiß nicht, was er bewusst vor ein paar Tagen gemacht hat an Arbeit. Ja? Du musst dich erinnern, zum Beispiel, was du am letzten Tag oder am vorletzten Tag noch gegessen hast. Das musst du dich noch erinnern, mindestens. Oder du musst auch dich erinnern, wo du vor 2 Tagen warst, bei wem oder bei welchem Naturplatz oder bei welchem Wald oder bei welcher Unterkunft du warst oder in welcher Stadt oder in welchem Land oder auf welchem Kontinent du warst. Ja? Manche vergessen das so schnell, weil die sind so in dem Matrix-Flow die ganze Zeit. Ja? Die leben die ganze Zeit die Lüge, 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 Lüge. Bam, 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 das geknallt, das geknallt. Ja? Dann kommt noch Steuern. Ja? Beispielsweise viele hintergehen ja auch Steuern. Ja? Die Banker sind die größten Verbrecher natürlich. Ja? Glaubt ihr nicht, ja? Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Wollt ihr wirklich die Wahrheit hören? Dann hört mir bitte auch noch bewusster zu. Ja? Weil die Wahrheit kannst du nur draußen hier in der wahren Natur erleben. Da spielt die wahre Natur. Da spielt noch ein Leben. Bios. Ja? Hier ist noch ein Leben. Ja? Auf der Wiese oder im Walde. Da leben wir noch. Da leben wir alle. In der Stadt, wo wir leben, in einer Wohnung. Klar, ich lebe auch noch in einer Wohnung. Das ist aber kein Bios-Leben. Ja? Ich bin natürlich auch mit euch natürlich noch hier in dieser Matrix hier eingeschlossen. Aber ich sehe dies. Ich sehe das bewusst schon. Ja? Und wenn ihr das auch bewusst erkennt, dann seid ihr Hammer. Ja? Es gibt viele Leute, die schon bewusst da sind. Ja? Sehr viel erwacht sind. Ja? Aber viele sind auch noch schlafend und glauben all den Scheiß. Meinen, dass das Gesetz ist das Richtige. Es gibt keine Gesetze. Gesetze sind Nonsens. Gesetze gibt es nicht. Gesetze sind freilich ausgedacht. Gesetze, du musst dich nicht an die Gesetze halten. Ja? Es wurde nur verfasst von einer Niederschrift. Ja? Das aber nicht bestätigt wurde, dass wir ein Bundesstaat der Republik Deutschland sind. Wir sind wahrscheinlich nur eine Firma, wenn ihr das wisst. Oder vielleicht auch nicht, noch nicht wisst. Ja?
wenn ihr euch mal klüger macht drüber, ne, müsst ihr euch nicht an Gesetze halten. Ihr seid euer eigener Herr. Wo steht denn das drin geschrieben, dass ihr für jemanden arbeiten müsst, dass ihr zur Schule gehen müsst? Das steht vielleicht drin im Gesetz, aber steht das auch im Koalitionsvertrag drin, wo sich die BRD und DDR geschlossen haben? Nein, steht es nicht. Da müsst ihr euch genau detailliert informieren, wenn ihr euch schlau macht. Ja? Wollt ihr wirklich eure Kinder in die gesetzliche Schule reinschicken oder in eine freie Schule, wo es noch vertragbar ist, ja? Wo freie Talente gefördert werden? Ja? Müsst ihr euch selbst überlegen. Oder wollt ihr zu einer freien Arbeit gehen, freiberuflich sein, selbstständig? Das habt ihr, das könnt ihr machen. Ja? Aber alles andere ist Nonsens, was ihr dann betreibt. Ja? Ich lebe hier frei. Ich genieße das Leben in Freiheit. Das ist so schön. Klar bin ich noch hier drinnen, in dieser Matrix drinnen, in Deutschland. Aber ich werde mich bald lösen, irgendwann. Bald lösen. Sage ich Hasta luego, wenn mein passives Einkommen läuft. Dann sage ich Hasta luego allen. Hasta luego, sage ich dann an, sofort. Ja, ich sage nur Real Talk. Das ist mir dann scheißegal, auch wenn ich hier sau viele Freunde habe. Ich will ein zufriedeneres Leben an einem anderen Ort und Stelle erleben. Weil das wird dann mein Schicksalsschlag sein. Ja? Und das möchte ich nur mit den Menschen, die mir am wertvollsten ganz verbunden sind. Ja? Familiär oder auch freundschaftlich. Ja? Sehr, oder gleichgesinnt sehr. Ja? Die aber mir folgen, die mich respektieren. Ja? Das ist wichtig, ja? Weil ich respektiere jede Person, die ich jeden antreffe. Ja? Vielleicht, wenn du mich jetzt in meinen Videos siehst, denkst du, ich bin immer so ein Arroganter. Ja? Ich bin gar nicht arrogant. Ja? Ich rede nur, was Wahrheit ist. Ja? Man will nie die Wahrheit hören. Ja? Das ist immer so, finde ich immer so traurig. Immer, ja? Und wenn du mich mal im Real triffst, dann bin ich ganz anders. Dann bin ich voll chillig, so ja? Wie Homie, ja? Sage ich mal. Ja? Deswegen, du musst einfach meine Videos ein bisschen anders visualisieren, ja. Das heißt, im Video bin ich ganz anders, weil da wird die Information wieder falsch übertragen an dich, ja. Das ist wirklich so. Die ganze Frequenz, diese Herzfrequenz. Was ist die perfekte Herzfrequenz, ja? Das sind alles Fragen, die du dich fragen musst, ja. Wie die Frequenzen zum Beispiel kommen, ja. Zum Beispiel bei der Musik kommt die Frequenz auch ganz anders an. Oder wenn du Worte redest, kommt die auch die ganze Frequenz anders hin, ja. Das musst du dir alles bewusst werden, ja. Willst du in der Wahrheit leben oder willst du weiter in der lügenden Matrix leben? Das ist deine Entscheidung. Ja? Das ist deine Entscheidung. Ich kann dir nur Ratschläge geben, wie du es besser rausvermeidest und einfach deinen Job cancelst. Ist das doch so einfach. Bam, bam. Oder du machst es langsam, Step by Step. Aber du musst was machen. Aus dem System rausgehen. Du musst was machen. Beweg jetzt deinen Arsch. Ja? Ich will dich nur motivieren. Ich will dich nicht deprimieren. Ich will dich motivieren. Motivieren. Ne? Das sind alles nur Motivationssprüche, die mal vielleicht Klicks machen, vielleicht eine Synapse in deinem Kopf machen. Bam, ja. Neurotransmitter aktivieren. Vielleicht auf eine neue Idee bringen, wie ich da rauskommen kann. Vielleicht eine Möglichkeit habe, wie ich anders Geldmöglichkeiten zu verdienen habe. Ja? Ja? Das ist die Frage, die du dich immer fragen musst. Das habe ich mich auch vor einem Jahr nochmal gefragt. Ja? Da habe ich ein Video gemacht, weil eine Freundin hat mir gesagt, schau mal, ich habe dein Video gesehen vor einem Jahr und da hast du schon gesagt, du müsstest endlich frei und unabhängig sein. Ja? Das habe ich jetzt auch schon teilweise schon fast geschafft. Nur nicht komplett, aber wenn ich mein letztes Video nochmal sehe vor einem Jahr, das mit dem Parasiten-Video mit meinem Bruder, Ernährung beeinflusst die Menschheit, ja, habe ich mir angeschaut, da dachte ich mir, aha, guck mal, jetzt bin ich schon so weit entwickelt, was ich mich schon alles informiert habe über, sag ich mal, Kryptowährungen sind die Zukunft, ja, wenn ihr da nicht investiert, dann seid ihr wirklich dumm, dann seid ihr dumm einfach, nur dumm, weil ihr glaubt an Geld, Geldschein, der Geldschein ist ein Scheintrug, das ist nur ein Schein, den gibt es nicht, das ist alles irreal, den gibt es nicht als Währung. Das ist Nonsens. Es müssen zwei Unterschriften drauf sein auf dem Geldschein. Es müssen zwei Unterschriften. Schaut auf eurem Geldschein, ob da nur eine Unterschrift ist. Und wenn da nur eine Unterschrift ist, ist es eine Fälschung. Bei jedem. Das ist nur ein Scheindruck.
Ja. Früher, bei der, sag ich mal, ganz, ganz früher, wo D-Mark noch war, da waren zwei Unterschriften, ne, auf dem Schein. Ja. Das war noch eine Banknote, hieß das ja früher. Deutsche, glaube ich, Bundesmarknote oder deutsche Markennote hieß das früher. Ja. Und jetzt heißt es wie Notenschein. Schein, ein Schein. Das ist ein Trugschluss. Den gibt es nicht. Ja. Und darum sage ich euch, investiert in Kryptowährungen. Und wenn ihr mir folgen wollt oder Informationen generell, noch weitere Informationen darüber wissen möchtet, schreibt mir gerne da unter meine Mail. Ja, gerne, lasse ich hinterher. Da werde ich euch alles klären, warum es keine Geldwährung gibt. Das ist alles ein Trugschluss. Ja. Geldschein ist nur ein Geldschein. Das ist alles Trugschluss. Ja. Ich sage nur hier Real Talk, ja, wo wir hier leben. Wir wollen doch erkennen, was die Wahrheit ist. Ja. Und was es für mögliche Technologien gibt, ja, die uns noch weiter voranbringen werden und uns die Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit endlich geben. Ja. Und wenn ihr das gerne mischen möchtet, schreibt mir gerne in die Kommentare. Oder ich hinterlasse auch noch meine Mail. Könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr Informationen wollt. Ja. Und weil ich betreibe schon sehr gut und werde bald hier weg sein in Germany. Bald demnächst. Also ihr werdet mich nicht mehr lange hier sehen. Deswegen. Ich möchte das halt ehrlich sagen, ja, nur damit ihr auch wisst, was wir in für einer falschen Welt hier leben. Ich sag mal, hier in einem falschen Land auch, ja. Deswegen ist es schwer. Wenn du ein Selbstversorger bist, keiner will hier Projekte starten, mit zum Beispiel die Straßen mit Wiesen belegen, ja. Das ist mein größtes Ziel, einfach nur noch hier die ganzen Straßen mit Wiesen zu belegen, ja. Ja, was ich hier die ganze Zeit sehe, ich habe keinen mehr Platz für Wiesen. Ja, das finde ich traurig einfach zum Erden, ja. Die Leute begreifen es einfach nicht, ja. Die wollen festen Terrain haben, ja. Für die Autos, ja. Für die Autos muss ich die Straßen oder was zahlen oder was die Steuern, ne. Was ist das? Das ist doch lächerlich, ja. Obwohl ich meine Wiese haben will, ja. Das ist doch Nonsens, oder? Es gibt keinen Sinn, oder? Es werden nur Straßen gebaut, damit du es bezahlst, ja. Damit du dich nur wohlfühlst. Aber was bringt dir das? Gar nichts von der Erdung, von der reinen Bewusstsein, reinen Abschaltung, ja. Deswegen seid euch mal da bewusst. Euer DJ von der Dorfstraße. Sagt bye bye vom dem Matrix-Leben hier auf der ganzen Welt. Und wenn ihr frei leben wollt, geht auf eine einsame Insel und da habt ihr eure Ruhe für immer und ewig. Deiner DJ von der Dorfstraße sagt bye bye. Hey, stay tuned.